Herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Talk mit Sam Kamikaze. Das ist natürlich meine Wenigkeit. Sie haben derzeit nur bestes Angebot. Ich habe fast noch gar nichts drin. Aber nice, danke. Das heutige Thema. Ich weiß nicht, ob ich einen passenden Titelnamen hingeschrieben habe oder so. Mal gucken, keine Ahnung. Vielleicht gleich schon mal was einfallen. Eine Wildwestern-Show? Ist das nicht die gleiche, die hier drüben ist? Ne, anscheinend ist das ein... Anscheinend ist das ein... Das ist doch der Eingang, oder? Das ist der Eingang. So, ist der Ausgang. Hier. Zack. Natürlich Holzdielen, ganz klassisch. Läuft. Nice, der Typ. Was für ein Typ. So. Scheiße, ich habe schon Faden verloren. Wie gesagt, alles ohne was ausregnet. Ohne was aufzuschreiben, einfach frei aus der Hüfte geschossen. Eine Westernhütte. Hier, warte mal, hier brauche ich eine Toilette rein. Toilette. Bams ins Gesicht. So, Nummer 30. Eigener Strand. Ist das eine Bar? Was macht denn der? Warte mal. Ich baue mal so ein Teil und guck mal, was der macht. Scheiß Handy. Da rappelt's aber ganz schön in Gattung, du. Halt die Fresse. Ich komm gleich zum Thema. Limonade. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist der Typ? Genau, Limonade. Selbstgemachte Limonade. Geiler Typ. Geiler Typ. Was ist denn das für ein geiler Typ? Achso, schon begonnen auf. Hä? Was braucht denn der? So ist das. Der kann... Okay. Warte mal, Mann. Ja, noch auf Schmuck. Information. Schärme, Kinder, Schärme, Karte. Passt. Läuft. So, öffnen. So ist das. Jetzt habe ich den Sinn des Dings verstanden. Da wirkt einfach auf Information. Genau. Auf den Thema zurückzukommen. Ich habe in der Zeit, wo ich ein bisschen für Pokémon trainiert habe, was... Oh, halt die Fresse. Ich will nicht die Zeit... Ich sag nicht die Zeit, wie lange ich an den Pokémon schon dran... Also dran bin, sie zu trainieren. Das ist einfach unmenschlich. Sagen wir es mal so, das ist einfach nur unmenschlich. Was für eine Zeit ich da reinstecke. Ich habe jetzt mal die paar Tage, die habe ich mal intensiv trainiert. Leute, fragt nicht nach Sonnenschein. Fragt einfach nicht nach Sonnenschein. Wow, ich hab neue. Geiler Typ. Was macht denn der geile Typ hier? Rudern der Wildmäuse.
Nein, ich will nicht selber bauen. Ich will hier so ein Fertig-Ding haben von ruderten Wildmäusen. Pink. Pink rockt. Pink. Oh, das ist ja niedlich. Oh, oh geil, das passt hier hin. Oh geil, das passt hier hin. Bringen wir den Scheiß hier hin. Oh, geil. Scheiße. Oh, das ist wieder... Oh nein, das ist... Oh nö. Das ist doch behindert. Das ist doch wieder so weit oben. Scheiße. Dreckvieh. Ja, ich weiß. Kann ich auch einstellen, wie viel Wagen fahren? Ich will einstellen, wie viele Wagen fahren. Hallo. Ja, aber ich habe doch nur einen Wagen hier. Ich will aber mehrere Wagen haben. Seid ihr behindert? Ist doch scheiße, wenn nur ein Wagen fährt. Ist doch kacke. Doch dumm. So ein Vollpfosten. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wir drehen. Ach, jetzt. Ich kann auch irgendwie solche Kurvenformen machen, oder? Ich kann auch irgendwie solche... Warte mal, das hier zurück. Das ist zurück. Oh, warte. Ach nee, das ist scheiße. Ah, fuck. Krasser Typ. Krasser Typ. Läuft. Geiler Typ. Geiler Typ. Solche Treppen. Nice, geiler Typ. Das machen wir jetzt hier so nach Rand. Scheiße, ich hab Scheiße gebaut. Ja, ich hab Scheiße gebaut. Haben wir noch irgendwie so eine Scheiße? Ja, schon. Ah, jetzt! Oh nee, ich hab's da dran gebaut, oder? Ich hab's da dran gebaut? Nee, läuft. Scheiße. Oh, diese beschissenen Bäume, ich kann nicht... Hä? Krasser Typ. Wo hab ich denn jetzt den Scheiß hingebaut? Hier hinten in der Ecke. Ja! Geiler Scheiß. Das weg, Rotz, nervt. Die kann stehen bleiben, die kommt weg. Die nervt. So, jetzt haben wir zum... Ich will hier rüber und...
Pfeifen, Heinz. Zack. Passt, läuft. Nochmal zurück zum Tom von dem Thema, was ich ansprechen will. Standard-YouTuber. In der Zeit, wo ich, wie gesagt, wo ich Pokémon gespielt habe, habe ich schon wieder durchgeguckt. Und was muss ich sagen? Nein. Teilweise selten. Ich kann es kaum in Worte fassen. Selten so ein Müll gesehen. Ein Müll. Ah, okay. Läuft. Ohne Witz. Ich weiß echt nicht, wie ich das ausdrücken kann. Oder soll. Arzt ist immer wichtig. Das ist einfach... Ich kann's... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken. So. So, das ist so Standard und einfach beschissen hingewichster, na gut, weniger als hingewichst, aber sie haben nicht genug Geld, in die Aktion zu kaufen. Nein, ich habe minus 60. Scheiße, okay, ich muss warten. In der Zeit kann ich schon bitte reden. Fuck, ich bin im Minusbereich. Das ist mir noch nie passiert. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Selten so ein hingewichsten und nix sagenden, keine Mühe gegebenen Videos angeguckt, wo man sich einfach denkt, warum macht ihr überhaupt so eine behinderten Mist? Weil einfach irgendwelche Subnets hinwichsen. Na gut, ich habe jetzt auch nicht die besten. Aber das hat ja auch seine Gründe, weil ich einfach nicht... Ich will ja nicht Zuschauer irgendwie anlocken mit dem Subnail. Was eigentlich Lust machen soll, dass ich das, dass man das Video anguckt. Und das Ganze drumheran, drumherum. Aber diese Subnails, wo einfach die Schrift dann hinge... Und dann die noch in den anderen Farben und dann sind die... Schon wieder Minusbereich. Fick. Ich verdiene keine Kohle. Das ist aber nicht gut, wenn ich kein Geld verdiene. Das ist scheiße. Nein. Ich will aber Geld verdienen. Viel Geld verdienen. Ich will doch eine Attraktion kaufen. Ich will eine neue Attraktion kaufen. Nein! Die war gar nicht an. Scheiße! Ich bin ein Vollpfosten. Nein, die war gar nicht an. Nein! Oh. Okay, nochmal zurück. Erstens Subnets. Titten Subnets kommt natürlich immer gut an. Wie es mal Herr Hein gesagt hat in dem Interview. Aber zu den kleinen Tricks und so, wie man schneller an YouTube Fame rankommt. Mach noch ein Video. Erzähl ich euch mal alles drumheran, also drumherum, wie man das schnell macht. Ich kann aber nichts kaufen. Ich glaube, das mache ich danach gleich. Abgeschmatzt. Genau. Subnets, so Standard und so beschissen. Bäh. Einfach bäh. Aber für die Subnets ist ja jeder selber verantwortlich. Deswegen, pff. Ich gucke auch, wenn mir das Subnet gefällt und ich den, es geht ja um den Inhalt, es geht da rein theoretisch nur um den Inhalt von dem Video. Und wenn ich dann sehe, dass, ich möchte jetzt kein zu nahe treten, eine YouTuberin
die den Titel benutzt, Nippelalarm im Badeschlupf, im Freibad oder so, und dann ein Bikini-Oberteil hin zeigt, wo man sich da einfach nur denkt, das ist einfach so gemacht, das ist provoziert und dass Leute es angucken. Was ich zum Kotzen finde. So behindert. Richtig behindert. Was ist denn das? Ist das eine Bahn oder was ist das? Ne, ist keine Bahn. Sieht man nur Dings, was hin und her fährt. Nein, das bleibt. Wo ich mir dann einfach nur denke, warum? Warum tust du nur das? Cool. Alter, in der Wagen geht's ab. Sei mal dahingestellt, warum und weshalb und der andere Müll. Scheiße, ich muss meine Preise erhöhen. Das kotzt mich jetzt schon. Fuck, ich komme aus dem Minus nach raus. Ich muss die Preise erhöhen. Fake. Ach nein. Wisst ihr, ich darf keine Dumpingpreise mehr von an. Also hier beim Essen. Ach, ich habe die große Bahn nicht angemacht. Oh, ich hätte so viel Geld verdienen können. Das ist eine Scheiße. Ah, das regt mich auf. Sag mich gerade bitte. Aber na gut, weiter zum Thema. Das Thema Namen von den Videos. Wie schon angesprochen, Nebelalarm im Badet, also im Freibad oder so. Warum? Du hättest doch das Video auch anders nennen können. Das ist direkt so. Fickt euch doch alle. Das Dumme ist, das ist direkt so ausgelegt, dass es die kleinen Kinder klar anspricht. Weil die Videos sind nur für kleine Kinder gemacht, von 8 Jahren bis 12, 13, 14. Und wenn da so ein kleiner, oh cool, wenn da so ein kleiner Junge dann liest Nippel an und so hihihihi. Behindert. Ich habe mir das Video angeguckt, warte mal, ging's dir überhaupt? Es ging da um peinliche Geschichten, die YouTuberin vorliest von Leuten, die das dann in die Kommentare geschrieben hat. Also Leute haben peinliche Geschichten vom Schwimmbad unten in die Kommentare geschrieben und die hat quasi einfach vorgelesen. Und dann noch eine peinliche Geschichte von sich dahinter zugefügt, quasi. Innovativ. Nice. Komm, ich kommentiere Kommentare. Wow, das hat noch keiner gemacht. So ein behinderter Rotz. Oder noch so ein geiles, gleiche YouTuberin. Ich bin nackt in der Bravo. Als Titel. Und dann noch so einen schönen schwarzen Balken auf ihren Subnähe. Läuft bei dir. Sehr innovativ. Und warum? Ich kann dir die Geschichte mal erzählen. Ist das ein Stuhl? Ja, das ist eine Bank. Ist ja geil. Die YouTuber wird das Ende sehen. Und falls jemand, der das sagt, dass ich darüber rede, mach's doch. Ist mir egal. die wollte zum Zug. Zug kam noch nicht, hatte Zeit. Wollte den Schreibwand laden. Kurs ist da. Oh geil, scheiße. Oh geil, wieder bloß. Wollte in der Zeitschrift die Bravo lesen, wie die irgendwie so ein kleinen Mini. Ich hab doch kein Geld, du Affe. Du Schwanz. Wie viel kostet denn das? Sind hungrig. 300. Ich hab doch keine 300. Oh cool, ich kann das so kaufen. So. Ah, das ist doch scheiße hier. Und toll, das Junge. Ich hab aber kein Geld. Pfeife. Ich setz es dann einfach hier hin.
Und ja, wie gesagt, sie wollte den Zug, sie wollte eine Zeitschrift, die waren da bravo. Also ein kleiner Mini-Artikel gelesen, bla bla bla, zur Kasse, genau, ist zur Kasse gegangen. Die wollte die Bravo, die Frau hat die nicht ganz verstanden, nee, bla, nee, die wollte der Pubst, war es Pubst oder wie hieß das scheiß Ding von der Bravo, diese YouTube-Seite, der Zeitschrift, ach, keine Ahnung. Und ich sag, warum kostet das, bist du nicht etwa zu, bist du noch eine etwa zu alt dafür? Und die sagt, nein, ich bin da selber drin. Und die Frau hat gesagt, etwa nackt, weil immer irgendwie in der Mitte so der Zelle sind zwei Männlein und Weiblein nackt zu sehen in der Bravo. Und hab du keine Ahnung, wie die heißt. So, und das hat die, weil die das so witzig fand, die Geschichte, musste die das so gleich twittern. Und deswegen ist das, soll das Gerücht entstanden sein, dass die nackt in der Bravo zu sehen sein soll. Wow. Erstens wow, dass du daraus ein Video machst. Und zweitens wow, dass du so innovativ bist. Ich will das aber trotzdem drehen, du Pfeife. Neue Aktion auflösbare Schiffe. Ich kann aber nichts kaufen, ich habe kein Geld. Du Heinz. Das Dumme ist, das ist, oder noch bei, oder auch, och, Challenge Time. Mehl in den Mund und ein Lied trällern. Alter! Das hat noch niemand gemacht. Das Dumme ist, an YouTube fehlt einfach die Innovativ. Die machen alle den gleichen Scheiß. Warum? Weil es sich verkauft. Oh, cool, dass sie noch ein Fenster geflogen. Nice. Geht er wieder rein? Das hat noch niemand gemacht. So eine Mäh-Challenge oder so eine Chim-Challenge. Besonders, wenn du den ernst, ohne Witz, ich würde echt mal so gern so einen YouTuber fragen, der das gemacht hat und fragen, warum hast du das gemacht? Warum hast du dir einen Löffel puren Zimt in den Mund gesteckt? Warum? Warum hast du ein Video dazu gemacht? Ich glaube, fast alle würden mir sagen, es bringt Klicks und es macht jeder. Und was Klicks bringt, bringt Geld. Ach, das ist so behindert. Macht doch mal was Innovatives, macht mal was Schlaues. Irgendwas, was Neues, was noch keiner macht. Ich könnte der andere ankommen, hey, du machst nur Let's Plays. Na und? Achso, ich bin im Minusbereich. Scheiße. Das ist doch auch nicht innovativ. Denn du wüsstest, wie lange ich... Ohne Witz, wenn die wüssten, wie lange ich in so ein scheiß Pokémon-Projekt dran sitze, würden die anders drüber denken. Ohne Witz. Aber wie ist denn der... Okay, ich glaube, Info-Programm. Ich mache das als Hobby und als Spaß. Genau wie jener Typ. Gutes Beispiel. Der Typ hatte die Chance, seinen alten Name oder sein altes Synonym, was der vorher auf YouTube hatte und wie das rausgebracht hat, zu nehmen. Nach 2,5 Jahren haben die sich gemeldet und er hatte die Chance, die wiederzumachen. In der Zeit hat er natürlich einen neuen Kanal gemacht, weil das, wie gesagt, weil es sein Hobby ist und weil es den Spaß macht. Und der Typ, ohne Witz, der Typ hat sein Haupt, also den Zweitkanal, den er dann gegründet hat, weil er dann wieder weiter Videos machen wollte, hat er aufgegeben. Ich glaube, über 500, also nicht 500, über 50.000 Abonnenten. Views von, oh, lass mich lügen, 10.000 aufwärts, hat er aufgegeben, nur weil er seinen alten Namen nennen, also wieder nehmen darf und seinen alten Bilder und so wieder einfügen darf. Und hat quasi den großen Kanal aufgegeben. Warum? Weil es einfach nur ein Hobby ist und weil es den Spaß macht. Nichts mit, ach so, Roadbeer, nichts mit irgendwie Geld verdienen oder irgendwas. Nee, das ist einfach nur Hobby und Spaß. Und so soll es auch sein. Aber bitte macht denn alle denselben Scheiß. Kommentare kommentieren, Mail-Challenge, Gym-Challenge. Leute auf der Straße anlabern und die irgendwas fragen, was behindert ist.
Macht was Neues, irgendwas. Keine Ahnung, selbst wenn es nur Musik ist, Cover oder irgendwas. Aber keine solche behinderten Challenge-Videos. Die waren noch nie lustig. Wer darüber lacht? Na gut, kleine Kinder, aber. Das ist ein anderes Thema. Die waren noch nie lustig. Also ich konnte die nicht feiern und ich kann die nicht feiern, wie die einfach nur dumm sind. Wer das nur die kleinen Kinder anspricht, hat gekündigt. Fick dich! Mist, die Runde läuft gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Scheiße. Das ist richtig kacke. Es ist das Zeug, was mich aufregt. Nochmal alles zusammenzufassen in dieser Folge. Nam, also Subnets, die provozieren und den Leuten direkt ins Auge springen sollen, dass sie das anklicken, obwohl, komm, stand gleich nach, obwohl das gar nicht stimmt, also was null in dem Video vorkommt, null, gar nichts. Zweitens, die Namen, die auch wie bei den Subnets provozieren und in das Video hinweisen sollen, was trotzdem nie vorkommt. Ich sag nur, nackt in der Bravo. Die war nicht nackt in der Bravo, das hat ihr einfach nur die Frau gesagt. Aber die hat das dann so gedreht, dass man denkt, oh mein Gott, die ist nackt in der Bravo und die erzählt drüber. Das muss ich unbedingt schauen. Rotz, behindert, einfach nur behindert. Aber das sind... Ich weiß erst gar nicht. Das ist einfach... behindert. Einfach... Das ist einfach nur ein... Vorgaukeln von irgendwelchen... Ach, egal. Dann die Krähe, wie die... Oh, fuck. Pff. Ja, wie die Dingsbums. Ihr wisst schon, Fantasie, anregen, bla bla bla. Null, gar nichts. Die machen alle denselben Scheiß. Zum Kotzen, einfach nur zum Kotzen. Das ist einfach... Ohne Witz, hingewichster Scheiß. Und, oh, das ist einfach nur, ich weiß nicht, warum man das anguckt. Ich weiß immer, ich kann sehen, dass ich ein bisschen älter bin als die Zielgruppe, die ansprechen. Kann sein, das ist für mich... Dass ich aus dem... Na gut, selbst wenn ich Kind gewesen wäre, würde ich mir so eine Scheiße angucken. Wer es einfach nur dumm ist. Und unwitzig. Wie viel Geld hab ich denn überhaupt? Oh, 600! Oh, es läuft! Minenmission hat die Türen... Ich hab doch Fachpersonal am Stissel. Dafür kann ich mal nichts kaufen, verdammt. 400, 600. Fuck. Fuck. Scheiße. Das ist einfach... Verstehst du, ist einfach, ich glaube, ziemlich zu hoch. Einfach mich für mich zu hoch. Weil ich finde sowas behindert, dumm, beschränkt. Nichtssagend. Was ist das denn überhaupt? Ist das was? Ach, Rodeo-Stier! Geil! Will ich. Rodeo-Stiere. Komm, 450! Los, meine Freunde, seid kaufstark! Das will ich jetzt noch in der Folge schaffen. Ja! Geiler Scheiß!
aufmachen, den Kack. Verlangen wir 2 Euro. Komm, hau mal raus, 2,50 Euro. Läuft. Genau, das ist einfach... Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es denen Spaß macht. Das ist so einfach... Oder typisch Mann, typisch Frau. Oh, ohne Witz, wie oft ich den Titel schon gelesen habe. Oh. Oder ich blas mit meiner Schwester Eier aus. Oh, das ist einfach nur... Oh. Das ist einfach nur... Oh, meine Fresse. Ich will am liebsten hingehen und in die Schnauze hauen. Ohne Witz. Ich kann's einfach nicht... Ah, ich bin schon bei den 30 Minuten. Ah, das ist... Oh fuck, Alter, das wird so groß. Aber es musste mal gesagt werden. Ohne Witz. Ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die genauso denken wie ich. Ich weiß es. Und das sind die Erschlüsse. In der nächsten Folge, die ich jetzt gleich danach aufnehme, geht es darum, wie man schnell an Fame auf YouTube kommt. Yay. Jetzt würde einer bestimmt denken, ach scheiß drauf, ich erzähl's dir in der nächsten Runde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und das war Let's Talk mit Sam Kamikaze, meine Wenigkeit. Und ich wünsche noch einen schönen Tag und haut rein, Leute.